Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die Ausschreibungen rund um das EEG, also die Ausschreibungen für Kapazitäten, Solaranlagen und Windkraftanlagen und so weiter, die in Zukunft über EEG gefördert werden sollen. Erstmal kleiner Hinweis, warum in den letzten Tagen weniger Videos hier waren. Ich hatte doch einige Schulungen zu erledigen mit meinem Team zusammen, haben wir vieles vorbereitet und ich habe auch einen kleinen Männerschnupfen gehabt, aber jetzt geht alles wieder so richtig los und dementsprechend wollen wir über die nächsten Tage und Wochen jede Menge rund um das EEG, zum Beispiel auch um die EEG-Novelle 2021 veröffentlichen. Dann noch vieles rund um den Redispatch. Da haben wir auch einen tollen Content-Partner gefunden, mit dem wir das auch zusammen machen werden, vieles auseinandernehmen werden, was da gerade passiert. Und heute soll es, wie gesagt, erstmal grundsätzlich darum gehen, was wir bei den Ausschreibungen rund um das EEG beachten müssen. Ihr erkennt erstmal, das ist vielleicht eine andere Konstellation gerade. Ich habe gerade eben noch eine Online-Schulung gehalten und habe jetzt einfach mal das gleiche Setup verwendet, um in dieses Thema reinzugehen. Warum erstmal das Thema Ausschreibungen? Wir hatten in der absoluten Vergangenheit des EEG, des Erneuerbare Energiengesetzes, eine relativ pauschale Förderung für die Anlagen, die gebaut werden. Das heißt, wenn man eine erneuerbare Energieanlage gebaut hat und die dann angeschlossen wurde, dann wurde der Strom, der da in das Netz geflossen ist, einfach vergütet. Irgendwann wurde dann aber gesagt, naja, wir wollen, dass er trotzdem weiter immer noch zugebaut wird, aber wir möchten das gerne ein bisschen genauer steuern. Wir wollen da mehr so richtigen Markt reinbringen. Und Markt bedeutet in diesem Kontext, dass man Ausschreibungen veranstaltet, die eine bestimmte Zubaumenge beinhalten. Und diese Menge wird dann an die besten Bieter vergeben. Das heißt, wenn sich ein paar Dutzend Bieter melden mit entsprechenden Angeboten, Anlagen zu bauen, die dann in Summe der Gesamtmenge entsprechen, dann kann man das genau so machen. Wenn es zu wenig Bieter gibt, dann wird die Gesamtsumme gar nicht erreicht. Dann wird das beim nächsten Mal mit draufgeschlagen. Wenn es zu viele gibt, dann werden eben die besten Angebote, das heißt im Regelfall die günstigsten Angebote, genommen. Und ich möchte in diesem Video ganz explizit die Ausschreibungen vom 1. September 2020 mal ansprechen, denn die sind ja jetzt schon ein kleines Weilchen her und bei denen waren dann die Ergebnisse auch schon mittlerweile seit einem kleinen Weilchen veröffentlicht. Denn ungefähr nach einem Monat werden die Ergebnisse dieser Ausschreibung auf der Seite der Bundesnetzagentur auch recht transparent zur Verfügung gestellt. Ihr solltet das dann jetzt hier sehen. Wir gehen mal direkt auf die Seite der Bundesnetzagentur. Das ist dort im Bereich von Strom und Gas und dann Ausschreibungen. Und da gibt es dann erstmal eine Übersichtsseite über die Ausschreibungen für erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. In beiden Bereichen gibt es praktisch die Vergabe der Förderung über eben diese Ausschreibungen. Und hier seht ihr schon, dass es die Ausschreibungen für verschiedene Technologien gibt, Solarenergie, in Zukunft durch das EEG 2021 auch nochmal getrennt nach Solar für Freiflächen und Solar für Dachanlagen, bei Dachanlagen aber erst ab 500 Kilowatt Erzeugungskapazität. Wir finden das für Wind Onshore, für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, für Biomasseanlagen, innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen habe ich hier übersprungen. Technologieübergreifende Ausschreibungen für praktisch gemeinsame Mengen. Offshore-Wind aktuell gar nicht. Und hier ist noch etwas, das nennt sich Innovationsausschreibung. Und Innovationsausschreibung klingt jetzt erstmal richtig toll, denn wow, innovativ, neue Technologien. Wir werden sehen, was dahinter steckt. Jedenfalls haben wir diesen 1. September bei den Innovationsausschreibungen, bei den Solarausschreibungen und bei den Wind-Onshore-Ausschreibungen. Da gehen wir jetzt einfach mal rein und schauen uns an, was da genau passiert ist. Fangen wir mal an mit Solar. Hier lief es auf Folgendes hinaus. Es gab insgesamt eine Menge, die ausgeschrieben wurde, die wir hier etwas weiter unten finden. Wenn wir erstmal mit den Grundlagen anfangen wollen, dann müssen wir ein ganzes Stück runter scrollen und finden dann hier irgendwann ein Ausschreibungsvolumen von 256.000 Kilowatt, also von 256 Megawatt Ausschreibungsvolumen im Bereich der reinen Solarenergie, die am 1. September in einem großen Ausschreibungsverfahren, man kann das auch als Auktion schlussendlich sehen, vergeben worden sind. Da wurde vorher schon klar gemacht, der Höchstwert, der an Förderung kommen würde für die Angebote, liegt bei 7,5 Cent.
Das heißt, das ist die höchste EEG-Vergütung, die hier erreicht werden könnte. Aber natürlich die günstigsten Angebote, hey, ich schaffe das auch für weniger, sind in so einer Ausschreibung ja im Vorteil. Ne? Die günstigsten Angebote bekommen am Ende auch den Zuschlag. Jetzt kann man tatsächlich sagen, dass an diesem Tage eine ganze Menge Angebote auch gekommen sind und insgesamt 75 Angebote auch angenommen worden sind, die dann zusammen 257.000 Kilowatt, also ein bisschen mehr sogar als vorher ausgeschrieben, ausgemacht haben. Weil praktisch das letzte Angebot, was noch mit reingenommen wird, das wird über die gesamte Größe mit reingenommen. Deswegen sind es hier ungefähr 1.000 Kilowatt mehr als vorher geplant gewesen. Wir sehen hier aber was ganz, ganz, ganz Spannendes. Das niedrigste Gebot war bei 4,8 Cent und das höchste bei 5,3. Das ist ja ein ganzes Stück niedriger als der Höchstwert, den wir gerade gesehen haben. Und heißt natürlich, dass diese ganzen 75 Angebote irgendwo zwischen 4,8 und 5,3 Cent die Kilowattstunde sich selbst vorstellen konnten, dass sie eine Wirtschaftlichkeit herstellen, wenn sie eben so viel Zuschlag über das EEG bekommen würden. Das heißt, ihre restliche Vermarktung ist so effizient und so wirtschaftlich, dass diese vergleichsweise geringen Mengen reichen würden, um sich hier ordentlich am Markt etablieren zu können. Der insgesamt durchschnittliche mengengewichtete Wert war so bei 5,22. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Unterschied zu dem, was wir vor vielen, vielen Jahren zum Beginn des EEGs auch in der Solarförderung gesehen haben. Und tatsächlich, weil es ja transparent ist, werden dann hier die Zuschläge veröffentlicht. Also die Zuschläge, die an diesem Tag, dem 1.9. hier dann auch gewonnen haben, die sind hier dann aufgeführt mit jeweils dem Bieter und zum Beispiel auch mit dem Standort der Anlage, die hier angeboten worden ist. Und das ist zumindest schon mal ganz transparent, weil man da ein gewisses Gefühl dafür kriegen kann, was da passiert ist. Normalerweise, wenn man so ein Angebot abgeben will, dann muss man verschiedene begleitende Dokumente hinterlegen, die erstmal einen als Bieter vorstellen, die dann die Anlage mit ihrer geografischen Lage vorstellen und die dann diverse Hinweise noch zu Sicherheiten, zu finanziellem Hintergrund und zum Beispiel auch Bürgschaften und so weiter mit liefern. Dafür gibt es dann immer ganz unten die entsprechenden Formulare auf dieser Seite der Bundesnetzagentur. Ist für euch ja vielleicht interessant, wenn es um zukünftige Ausschreibungstermine geht. Wind lief am selben Tag. Da sehen wir, dass es 22 Angebote mit einem Gesamtvolumen von 284.000 Kilowatt gab. Die haben hier den Zuschlag bekommen. Wir scrollen einmal ganz schnell runter und merken uns 284.000 Kilowatt. Es waren insgesamt mal ausgeschrieben 366. Von 366.000 Kilowatt, die ausgeschrieben waren, haben nur 284.000 einen Zuschlag bekommen. Das heißt, offensichtlich wurde bei weitem nicht so viel angeboten, wie ausgeschrieben waren. Die übrige Menge, diese ungefähr 80.000 Kilowatt, die werden jetzt praktisch in die Richtung der nächsten Ausschreibungen verschoben. Das heißt, diese Ausschreibung war unterzeichnet. Hier gab es nicht genügend Bieter. Interessant, niedrigster Gebotwert 6,1, höchster 6,2 Cent. Das ist also schon ein kleines Stück höher als bei Solar und ist übrigens gleichzeitig der Höchstwert, der überhaupt hier möglich gewesen wäre. Seit 2019 ist das der Höchstwert, der ist auch im EEG 21 so bestätigt. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter zur Innovationsausschreibung. Innovationsausschreibung, wie ich gesagt habe, klingt ja super cool. Oh wow, technologische Innovation. Tatsächlich geht es hier im größten Teil darum, zum Beispiel Kombinationen von Anlagen zusammenzuführen und diese gemeinsam anzubieten mit einem ganz besonders tollen Wirtschaftlichkeitsprinzip, weil es eben toll aufeinander abgestimmte Anlagen sind. Zum Beispiel sehen wir hier solare Strahlungsenergie zusammen mit Speichern. Das könnte dann zum Beispiel eine Innovation sein. Innovationsausschreibung auch deswegen, weil die ein bisschen anders läuft in den Zuschlagsverfahren. In den anderen haben wir ja eine Menge bekommen, die praktisch, also ein Entsendbetrag, der als feste EEG-Vergütung praktisch kommt, der dann auch je nachdem, was am Markt erreicht wird, hier abgezogen wird. Ja, also die EEG-Vergütung kommt, wenn das am Markt nicht erreicht werden kann. Bei der Innovationsausschreibung läuft das anders. Hier gibt es einen festen Betrag, der einem vergeben wird. Irgendwas bei 3 Cent waren das. Und dieser kommt immer zusätzlich zu dem, was man am Markt erreicht. Werden also die anderen mehr so heißen, wenn ihr es am Markt nicht schafft, kriegt ihr die EEG-Vergütung. Heißt es hier, ihr kriegt diese Innovations-EEG-Vergütung immer und on top das, was ihr am Markt erreichen könnt. Und das ist natürlich schon eine spannende Geschichte, gerade wenn man sich zum Beispiel auch nochmal mit PPAs und ähnlichen Varianten eine sowieso feste Vergütung am Markt irgendwo absichert. Das kann also richtig, richtig spannend sein für die Teilnehmer, die hier mitgemacht haben. Das waren 650.000 Kilowatt, die
ausgeschrieben waren. Lustigerweise sind die Ergebnisse hier gerade gar nicht so richtig zusammengefasst. Auf jeden Fall kann ich sagen, hier hat es auch eine ganze Menge Zuschläge gegeben, die ungefähr bei diesen 3 Cent lagen. Das ist also im Großen und Ganzen die Funktionalität von diesen Ausschreibungen. Die gibt es eben für verschiedenste Technologien und auch immer wieder. Die finden regelmäßig statt. Im 1. Oktober gab es auch schon wieder welche anderen, deren Ergebnisse gerade veröffentlicht wurden. Habt ihr Fragen zu der Funktionsweise von diesen Ausschreibungen, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, like das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.